begrüße alle. Ich begrüße alle Kunden, Zuschauer, Facebook-Freunde, YouTuber. Seit 1995 YouTube-Kanal, seit 1995 on air hier im Bereich Web-TV. Web-TV ist heutzutage jedem bekannt. Man braucht ja nur sein Smartphone aufmachen. Schon kann man diese Sendung in erstklassiger Qualität sehen. So, ich habe mir ein bisschen Zeit genommen, weil die neuen Figuren sind eingetroffen und sie nennen sich Rook One. Ich habe sie auch noch nicht ausgepackt, manche packe ich nicht aus, überlege mir nämlich gerade, ja, das sind die Rook One, so sehen die aus, die Hauptdarsteller, der Blinde, ja, auch der neue Roboter da hinten, ja, und da der neue Trooper. Ja, die neuen Figuren sind da. Warum mache ich die Kamera an? Nicht nur, weil wir jetzt die 1:1 Figuren demnächst alle hier stehen haben. So viel Platz ist ja auch nicht da. Müssen wir mal schauen. So auf 4, 5, 6 haben wir uns geeinigt. Zwei sind schon da. Die dritte ist in Vorbereitung. Das bedeutet, wir arbeiten so in Old Republic 4300 Jahre, bevor überhaupt die Episode 1 angefangen ist. Bevor überhaupt hier so ein Rebell auf die Idee gekommen ist, irgendwas vom Todesstern zu stehlen. So, diese junge Dame da ist ja nun mal der Hauptakteur. Mittlerweile sind Frauen Hauptakteure bei Star Wars. Aber warum habe ich jetzt diese Kamera angemacht? Ja, ich habe sie angemacht, weil Walt Disney alles verklagt, was man nur verklagen kann. Ist kein Scherz. Es gibt eine Lightsaber-Firma, die hat George Lucas hat in den 70er Jahren sich das ausgedacht und unser einer hatte das große Glück, dabei sein zu dürfen. Seit über 40 Jahren ist man nur mit dabei. Und hier seitdem, 2005, als Hobby. Weil man darf nicht mehr dabei sein. Es gibt auch keine deutsche Promotion mehr. Es gibt keine deutsche Unterstützung mehr. Es gibt keine europäische Unterstützung mehr. Viele haben ja schon bemerkt, dass man in Europa nicht mehr das bekommt, was man früher hatte. Krieg der Sterne. Hatte man überall. Man konnte zugreifen, man konnte kaufen. Ja, sowas hier musste auch bei Disney geordert werden. Disney Paris. Gott sei Dank haben wir unsere Kanäle. Also Disney Paris hat uns diese Figuren schon zukommen lassen von Rook One. Ist nämlich ein Codename. Codename Rook One. Der erste sogenannte Kriegsfilm war so um die 16 Jahre gedacht. Disney hat gesagt, ist nicht, runter mit dem Ganzen auf 12 Jahre. Also ab 12 Jahre darf man wieder ins Kino. Und das ist dann in unseren Augen Generation 55 plus und die seit 40 Jahren bei Star Wars beruflich und Hobby, Beruf, alles ein oder dasselbe, in der sogenannten Promotion tätig, auch solche Kostüme tragen durfte. Vielleicht kommt das Kostüm, was wir früher getragen haben, auch wieder hierhin. Darth Vader, weil der ist nämlich auch wieder da. Darth Vader, da ist er. Ne? Darth Vader ist bei Rook One wieder dabei, auch als Figur. Funkelnagelneue Sachen haben die da. Also das ist eine funkelnagelneue Sache, also Kostüm, ein funkelnagelneues Kostüm von Darth Vader, zugeschnitten auf den Stuntman, der auch über 2 Meter und ziemlich bullig ist. Ein britischer Stuntman spielt diesen Darth Vader. Er muss nicht sprechen, er muss sich nur bewegen, gesprochen Earl Jones. Und hier in Deutschland mal schauen, ob unser Schauspieler ihn wieder vertreten wird, der halt schon immer unseren Darth Vader in Deutsch gesprochen hat. Wir haben natürlich sehr viele Kunden hier, auch amerikanische Kunden, echte amerikanische Kunden. Und wenn wir dann so ein bisschen philosophieren, die Amerikaner haben das immer alles zuerst. Die Amerikaner sind auf eine Art natürlich stolz auf ihr Produkt, vor allen Dingen die 5001er, also die Generation 501 innerhalb, also die sind sowas von. Also hier in Deutsch gibt es 700 von 501 und hier in unserem Umkreis, also mittlerweile erkläre ich hier feierlich die erste Star Wars freie Zone. Die erste deutsche freie Star Wars Zone. Also Star Wars steht hier seit Beginn als Kulisse, Star Wars für die Show, Star Wars für die Kunden. Wir haben einen schon ab 6 plus aufwärts, der jetzt in den Ferien hier sich halt alles angeschaut und auch ein bisschen gekauft und auch ein bisschen geplaudert hat. Wir überlegen uns natürlich, weil die Sendung soll ja erst 2017, also die Sendung soll erst nach Rook One, also machen wir mal bildfüllend hier, nach Rook One, weil auf Kylo Ren müssen wir ja warten. Kylo Ren, da sagt er, Lord Rain, das ist ein Ritter. Ein Ritter, der
Ritter von Rehn. Er ist kein Master, er ist auch kein Saber-Künstler. Und da sind wir wieder beim Thema Saber, also Lichtschwert. Es gibt eine Lichtschwert-Akademie, eine sogenannte Lichtschwert-Akademie, die George Lucas selbst gegründet hat. George Lucas hat alles früher selbst gegründet und hat auch vieles zugelassen und hat auch vieles nicht zugelassen. Er war ein sehr strenger. Lange Rede, kurzer Sinn, jetzt gehört es Disney. Und Disney möchte alles von sich, nur von sich. Deswegen sehen die Figuren bei Hasbro also auch schon ein bisschen gruselig aus. Also die normalen, die so in einem Blister dort an der Wand hängen. So richtig schön finden wir die nicht. So, die 6-Inch und die 6-Inch und 12-Inch. Diese Figuren sehen natürlich verdammt gut aus, aber haben ihren Preis. Ich meine, meine Kunden meinen auch, natürlich ist der Preis heiß und der Preis ist wirklich heiß. Und war eben so ein Flieger, so ein Falken für 169 Euro oder sogar in anderen Regalen bei anderen 219 Euro. Das ist natürlich viel Geld. Das ist sogar sehr viel Geld. So, wir versuchen natürlich durch diese Show einiges vorzustellen und dieses dann etwas günstiger, für die Hälfte vielleicht, dann anzubieten. Ist klar, wenn man jetzt diese Verpackung hier, die jetzt 69,95 kosten würde, ja, ist frisch, Rogue One läuft ja noch gar nicht, ja, 2017, also ich kriege immer, ja, ab 11., ab 12. könnte sein, dass die Figur erscheint. Wir haben also viele schon geordert, wir haben auch viele Masken schon geordert und Helme geordert, die wir natürlich in der Sendung zeigen möchten. So, wenn ich mir jetzt hier so ein bisschen Zeit nehme, vor der Kamera hier spreche und die Figuren vorstelle, wie gesagt, wer das jetzt sieht als Zuschauer, wir verkaufen auf eine Art nicht. Wir sind also hier kein Figurenverkaufsunternehmen. Wir sind Dienstleister, wir sind Filmemacher, wir machen Filme, wir gehören zu filmpool.de und wir gehören zu komparsen.de, also wir helfen und arbeiten dort und haben natürlich das Copyhaus. Ja, so, das Copyhaus ist so gebaut, als wäret ihr in einem Smartphone. Das heißt, was man in einem Smartphone alles machen kann, könnte man hier Bilder herstellen, Filme herstellen, Figuren, ach, einfach alles. Also alles, was man sich vorstellen kann, kann hier euch gegeben werden und auch besorgt werden. Und um das da mal gesagt zu werden. So, meiner einer ist Videojournalist, seit über 40 Jahren macht er seinen Beruf und hat vieles gemacht und über, deswegen Generation 55 plus, schmunzelt gerade, ja, 55 plus und 65 plus, was hält der denn da in der Hand? Nun, andere haben mit der Eisenbahn gespielt, wir spielen mit Krieg der Sterne, Star Wars, und rennen auch in deren Kluft rum. Cosplay nennt man sowas. Also hier, wo wir jetzt hier sind, hier vor Ort, erkläre ich es als Cosplay und Star Wars und figurenfreie Zone. Also die meisten Kunden, also 95% der Kunden, können mit sowas hier nichts anfangen. Sie können auch mit so einer Sendung nichts anfangen. Sie können mit dem ARD ZDF seit dem 1.10.2016 Oktober sozusagen auch nichts anfangen, weil die Mediathek von ZDF wird jetzt auch verändert. Es gibt jetzt 50 Formate, wir sind ein Format davon, Sondersender NRW TV, Ultra HD Web TV, weil wir schon in Ultra HD drehen, um die Qualität also auch schon im Web TV zu generieren. Auch im Fernsehen, alle die schon Google TV haben, wir haben ja einen Kunden, der halt auch schon Google TV hat. Wir haben auch Google TV, wir können also über Google, können wir unsere Sendung ins heimische Fernsehen übermitteln. So. Ja, wollte ich also nur gesagt haben, die Zeit genutzt, weil gerade gelesen hier, Disney verklagt die Lichtakademie, die Lichtschwerterakademie, ja, Lightsaber. Ja, Disney, wie gesagt, hat es aufgerufen und wenn man sich die Preise, sogar eine Handpuppe, eine kleine Handpuppe, nur so ein Köpfchen, 17 Euro, ich meine, ist viel Geld, 34 Mark, für die, die ist noch, ne, Generation 55, Generation 65 plus, meine lieben Freunde, an den sogenannten Fernsehgeräten, ne, oder Smartphone, in der Straßenbahn jetzt. Ja, mittlerweile, ist ja nicht herrlich, mittlerweile kann man alle Zuschauer, alle Kunden begrüßen, in der Straßenbahn, im Bus, im Auto, ja, im Smartphone halt, bei YouTube, im Kanal Ultra HD Web TV oder sonst und so weiter.
Ja, für die anderen Künstler, die man hier nicht so sieht, weil Künstler haben nun mal ihre Privatsphäre. Wir machen ja ein E-Casting im Green Room, Blue Room. Wir machen eine ganze Menge und wir haben ja auch eine ganze Menge vor an die Künstler, die sonst hier so erscheinen und denen wir so meistens am Wochenende immer tolle Sachen machen. Ja, es waren ja viele Sachen hier gemacht worden. 2016 haben wir uns ein bisschen zurückgezogen, hatten keine Lust. Bin da selber jetzt eine Baustelle. Ich lasse mich da jeden Abend da ein bisschen bebauen, damit meine Gesundheit irgendwann im Jahre 2017 hier wieder vor der laufenden Kamera leuchten wird. Ja, ich nahm an, ich wäre erkrankt. Nö, bin ich gar nicht. Bin kerngesund. Dann ist eben halt Natur. Ja, Natur. Und das mal eben gesagt zu haben, wenn jetzt einer wieder über mich herzieht und kritisiert, wie ich gerade aussehe. So, beim Friseur war ich jetzt gerade auch nicht. Ich lasse mir das auch immer machen, um das auch mal meinen Zuschauern und meinen Kunden zu erzählen. Ich mag meine Kunden, jeden Kunden, alle Couleur, aller Sprachen, aller Welt. Die kommen ja von überall her. Ja, aber wir bleiben beim Thema Star Wars. The Clone Wars. Ach, was es alles gibt. Viele kennen also The Rebels nicht, also die Rebels, die laufen demnächst auch wieder. Dann wissen die nicht, was Rogue One ist, sie wissen nicht, was Krieg der Sterne ist, sie wissen nicht, was auf sie so zukommt, sie wissen nicht und so weiter, weil wir hier in der sogenannten freien Zone leben. Hier läuft, also hier ist kaum ein Also wir sind vernetzt, wir sind Industrie 4.0, wir brauchen also, wie gesagt, hier ist alles machbar, hier ist alles möglich. Hier ist noch viel, viel mehr möglich, wie einer sich es überhaupt vorstellen kann. Ja, also die totale Vernetzung, man kann ja hier, wie gesagt, Google TV, man kann sich alles anschauen, sich unterhalten. Ja, das Wetter. Und schon. So, wir hatten wieder Kundenbesuch, derweil, wenn so Kunden erscheinen, meine lieben Kunden, dann wird die Kamera natürlich ausgemacht. Es werden natürlich meistens Dreharbeiten am Wochenende gemacht, auch mit den Schauspielern etc. Ja, aber es geht ja weiter mit Star Wars. Star Wars, ich weiß, Star Wars freie Zone, puppenfreie Zone. Also alle Zuschauer bzw. Gäste, vor allen Dingen Kunden, meine lieben Kunden, diese ganzen Figuren dort, ist natürlich an sich gemacht worden für die sogenannte Kulisse, weil vieles ist hier Kulisse. Wenn hier Filmpool was braucht oder Komparsen gebrauchen, dann wird das natürlich gemacht, aber dann ist ja zu, das ist meistens Wochenende, weil mit Kunden werden wir hier nicht arbeiten und auch Kunden werden nicht gestört. Deswegen sind wir mehr für 18 plus. Hier sollen die Kunden in Ruhe arbeiten können. Sie sollen ihrer Sache nachgehen können und sie sollen hervorragend bedient werden. Reine Dienstleistung. Da sind wir jetzt wieder bei Star Wars. So, wer kann sich noch erinnern? The Waken, ne? Ist ja erwacht. The Waken.
So, die Macht ist erwacht. Die Macht ist erwacht und da sind sie alle. Ja, neuen Bösewicht haben wir ja, den Kylo Ren, den Ritter von Ren. Er ist nämlich gar kein Jedi, noch nicht mal ein Sith und wird auch keiner. Aber mehr dazu sage ich nicht, weil wir müssen jetzt weit über 400 Tage warten, bis Teil 8 und Teil 9 und so weiter, ja, also 800 Tage auf Teil 9 warten, das sagt alles, ja, und 400 Tage warten auf diesen Teil hier, Episode 8, ja, Episode 8. So, jetzt ist ja Codename, Rogue One, aber wir wissen alle, dass es dann enden wird in der Szene, es wird also in der Szene enden. Ich kriege gerade wieder Besuch, werde ich wieder ausmachen müssen. Also ganz schnell, in der Szene endet des Todessterns, im Todesstern und dann, wenn Luke den Todesstern zur Hälfte deformiert durch Anschlag dessen, was Rogue One, also was die Rebels, die Rebellen halt diesbezüglich ja, gestohlen haben, die Festplatte. So, die Festplatte hat The Rebels, Rogue One, also Codename Rogue One, gestohlen, damit, ja, damit das dann hier fröhlich bei 7, 8 und 9 weitergeht. So, die andere Figur ist bekannt, aber sie, man sieht sie jetzt im Moment nicht. Old Republic, also an Walt Disney sollte man an sich richten und sagen, hey Walt Disney, habt ihr nicht Interesse, Old Republic? 4600 Jahre, bevor überhaupt sowas hier, also bevor überhaupt diese Episoden angefangen haben, 4600 Jahre bevor ist ja an sich Star Wars schon entstanden. Und einige schreiben Petitionen für Netflix. Netflix ist auch so ein Privatsender, da wollen die dann die Old Republic als Sendung haben. ABC, auch ein Privatsender, wollen ja auch eine Serie, eine Star Wars Serie auf den Weg bringen. Aber wenn Walt Disney anfängt, da die Leute zu verklagen, wenn die von George Lucas, also George Lucas eigene Firmen waren das, die er da ins Leben gerufen hat, auch die Lightsaber. Es könnte nämlich auch sein, dass irgendwann diese Supervereine, ja, es könnte passieren, dass die Supervereine 501, Garnison und was weiß ich nicht alles, plötzlich nicht mehr existent, dass nur Disney aufläuft, dass nur Disney Paraden abhält und so weiter und dass man vielleicht unter einem sogenannten Disney-Mantel, also Disney-Verein, solche Kostüme dann tragen darf. Kann passieren, meine lieben Freunde. Disney möchte eine Unendlichkeit, ja, und macht da einige Sachen. Jetzt kommt Han Solo Spin-Off, ja, als Jungspund und so weiter. Also meiner einer liebt den Ken aus Old Republic, den sogenannten, ja, wie soll man sagen, so eine Art Cowboy ist, also ein Cosmos-Cowboy. Ich mag, also persönlich, ich liebe Sci-Fi, ja, Science-Fiction, schon mit Orion angefangen. Orion, unsere deutsche Science-Fiction-Geschichte, ja, wo Bügeleisen, Roventa und solche Sachen und alles mit Plastik. Wir hatten nämlich auch mal ein Plastikzeitalter, lang, lang ist her. Ja, da hatten die Frauen Plastikmäntel an und Plastikröcke und all solchen Sachen. Also wir hatten viel Spaß in den 70er, 60er Jahren, also 60, 70er, vor allen Dingen 70er Jahren. Da hatten wir sehr viel Spaß, ja, für die jungen Zuschauer und jungen Gäste, weil hier ist ja an sich 18 plus aufwärts. An alle Zuschauer, 55 plus, 65 plus, die Star Wars mögen. Möge die Macht mit uns sein und diesen Spaß, den wir 2017 als Sendung, die Star Wars Show, dann ins Leben rufen werden. Mal schauen, welche Schauspieler übrig bleiben. Mark Hamill, wie man sieht, ist nicht dabei, der wird schätzungsweise in einem nächsten Case aufkommen. Also wir, beziehungsweise ich persönlich, werde mich jetzt nur um diese Case kümmern. Ich werde mir die nur, weil Walt Disney im Case ist es mir günstiger, weil wenn ich Walt Disney nicht im Case kaufe, einzeln kaufe, ja, kosten die mir persönlich schon 25,99. Jede Figur bei Walt Disney kostet 25,99. Ja, dann kaufe ich mir lieber so ein Case und kann damit arbeiten. Lasst euch überraschen, es kommen nämlich 24 Türchenclips. 24 Türchenclips kommen. Und ja, von Rogue One aber. Ja, die dann nachher hier enden werden. Also die enden nachher hier in der Szene von. Ah, lasst euch überraschen. Also wir werden eine Menge da einbauen. Ja.
Und zum Schluss, es werden immer noch Moderatoren gesucht, es werden immer noch Cosplayer gesucht, die Lust und Laune haben. Natürlich zahlen wir Stundenlohn und so weiter und so fort nach Tarif, so wie das da in unserem Berufszweig so üblich ist. So, ich hau mir jetzt ein bisschen und so, ne, aufs Ohr. Nein, ich mache den Film fertig und sende ihn dann bei Google TV, YouTube-Kanal, UltraD Web TV. Ja, wir unterhalten uns über die Figuren, warum Figuren so teuer sind, kein Scherz. Es gibt da Figuren, es gibt hier Figuren, die plötzlich 25.000 Euro wert sind. Ja, wenn man sie hätte, wir haben sie nicht. Also bleibt ruhig, wir haben hier keine einzige Figur, die so viel wert wäre. Ist so, also keine Panik, ja, ist halt so. Ja, das war es dann also. Ne? Ja, ich wünsche euch viel Spaß und ja, lasst euch sehen, kommt vorbei, lasst uns über Star Wars plaudern, über Figuren plaudern, über Cosplay plaudern. Ja, einfach plaudern, macht Spaß. Es macht Spaß. Ja, ja, soll ich jetzt einfach.